Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Punkt und da darf ich Ihnen Frau Dr. Tanja Kostic vorstellen. Jetzt muss ich aus IEC TC57 dazu noch einen Kommentar geben. Wir haben hier jemanden, der wirklich, sagen wir mal, die Kernkompetenz beim Thema ZIM hier widerspiegelt. Frau Dr. Kostic ist eine der Treiber in der Standardisierung. Im Endeffekt, auf gut Deutsch gesagt, was würden wir ohne Sie in den ZIM Working Groups machen? Deswegen freue ich mich ganz besonders eben hier jetzt auf den Vortrag. Also ich arbeite bei der ABB Schweiz. Ich heiße Tanja Kostic, wie gehört, also Schweiz, Kostic. Mein Deutsch, das verspricht nicht viel. Und ich hoffe auch, dass Sie Geduld mit meinem Deutsch haben. Sonst gebe ich Ihnen die Wahl von Französisch, Englisch oder Serbokroatisch. Da passiert nichts. Ah ja, okay. Ja, genau. Genau was. Oder? Also, es ist mir wirklich Ehre, heute von Ihnen sprechen zu dürfen und das zu präsentieren aus dem Aussicht von Herstellern. Das haben wir zusammen vorbereitet und ich mache einfach der Vortrag. Ich war mir nicht sicher, wie viel wir hören werden von ZIM und wie viel Sie alle verstehen und kennen von ZIM. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine ganz kleine Introduction, also Einführung, und danach gehen wir durch drei Beispiele, ziemlich verschiedene von Projekten, die gemacht werden in der Vergangenheit. Sie werden sehen, hier unten habe ich immer, wo es die Abkürzungen sind, sehen Sie unten einfach, was Sie meinen. Und ich glaube, dass die Vorträge werden zur Verfügung stehen ab morgen Mittag oder so. Dann können Sie langsam studieren. Das ist ein sehr buntes Slide. Wir müssen nicht unbedingt alles lesen. Die Idee hier war einfach zu zeigen, in der TC57 alles, was wir entwickeln als Standard für Elektrizität unten nehmend und wo ZIM steht. Also ZIM steht relativ oben von Netzleittechnik oben, also über Unterstationen. Es ist zwischen Echtzeit oder fast Echtzeit und dann alles, was Unternehmen, Infrastruktur und IT ist. Und die Designobjektive sind ganz was anderes als zum Beispiel, wo man über 61850 spricht, wo man wirklich mit Echtzeit macht. Interessant ist, dass wir drei Serien von Standards haben. Die erste war 79, also das war BaseSIM, also die Basis, wo die Leute einfach von Netzmodellierung angefangen haben, um Lastflussrechnungen machen zu können zum Beispiel. Und statt diese IEEE oder PSSI oder andere ASCII-Files, also statt diese ASCII-Textfiles etwas mit Semantik zu geben. Das war die initiale Idee. Und danach, die Idee war so gut, alle wollten dann weitermachen, nicht nur mit Netzmodellierung, aber mit vieles anderes. Und dann ist die Gruppe 14 gekommen, wo ich tätig war, eine Weile mit 61968. Und da haben wir verschiedene Schnittstellen definiert und Modell für Integration auf der Ebene von einem Unternehmen, aber auch B2B, also Business to Business. Und danach sind auch
die Leute gekommen, um mit Marktsystemen zu integrieren. Also das bedeutet, heute haben wir ein so großes Team, das ist, also das ist etwas, was nicht, es ist, benutzbar ist, da muss man wirklich die Profile sehr gut definieren und immer reduzieren auf die Schnittstellen, wo man etwas wechseln, austauschen möchte. Also ein ZIM, so ein großes ZIM zu verwenden, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar. Das habe ich hier auf diesem Slide ein bisschen auf linke Seite, was ZIM ist, und auf rechte Seite, was ZIM nicht. Links haben Sie schon oben gesehen, also Slide, die Leute haben so die gleiche Vorstellungen, statt so viele Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen. Man träumt davon, eine Integrationsinfrastruktur zu haben. Darf ich Sie bitten, ins Mikrofon zu sprechen wegen der Übertragung? Ah, Entschuldigung. Ja, ja. Okay, Entschuldigung. Also deshalb haben wir eine Integration Bus normalerweise, wo Messages durchgehen und der mit ZIM-Semantik einverstanden ist oder versteht ZIM-Semantik, also alle Systeme, die dazu greifen, können damit rechnen, dass da sind irgendwie die 300 oder 400 Wörter von Englisch, das wir alle in dieser Welt verstehen. Also wenn da die 300 sind, die sind basiert auf ZIM und die verstehen alle gleich. Das ist der Traum. Aber das läuft nicht immer so. Also das ist ein abstraktes Modell. Auf Englisch heißt es Canonical Data Model. In Enterprise Integration Sphäre, das ist ein Pattern, wo man einfach auf linke Seite und rechte Seite hier, Sie sehen die interne System Datenmodellen und dann da sind die Transformationen zwischen verschiedenen Systemen und das, was hier in der Mitte ist, das ist einfach, das ist dann ZIM. Gibt es hier vielleicht einen Laser? Ist das nicht wirklich? Okay. Gut, mache ich so. Also das ist kein konkretes Modell, das ist eine Ontologie. Und Ontologie heißt, das ist ein allgemeines Netz von abstrakten Objekten. Also da sagt man... Ah, okay, gut. Was? Müsste gehen, aber ist klein. Ja, okay, gut. Also da sagt man, das ist eine Ontologie, was heißt, da sind die abstrakten Objekte. Und das bedeutet, es ist wieder nicht nutzbar, so wie es ist. Und da muss man Reduktionen machen. Normalerweise ist es für Austausch von Daten geplant. Es ist nie geplant als interne Anwendungsmodell, außer für generische vielleicht Datenbanken, wo man einfach von Zeit zu Zeit zugreifen muss. Also irgendwie für uns, die das Ziel definiert haben, wir haben nicht wirklich gedacht, auf eine Anwendung zu optimieren, weil da sind so viele Anwendungen und es ist fast unmöglich, ein ZIM oder ein Profil zu haben, der so gut für alle Anwendungen ist. Also wird trotzdem als solches verwendet, das haben wir auch gehört und die Kunden haben schöne Ideen, um von ZIM zu profitieren. Das ist gut, aber für Standardisierung und für Standardschnittstellen, das ist ein bisschen fraglich. Aber so ist die Welt. Und das ist auch kein Kommunikationsprotokoll. Aber das ist wichtig zu sagen für die auch 61.850 kennen zum Beispiel. Da haben wir keinen Transport spezifiziert, also nichts Spezielles. Wir benutzen einfach, was da ist in der IT-Welt, wie Open Source und Technologien, die so für Unternehmen sind. Wir empfehlen einfach JMS oder Web Service zu benutzen, letztlich auch AMQP oder REST Web Services, so die bekannten Technologien, aber nicht Spezielles für Elektrizitätsunternehmen. Hier zeige ich in ein paar Schritte,
woher, wie man auf etwas Konkretes kommt. Was Konkretes ist, das grüne Box unten rechts, da sind die Daten oder Dateien. Und das sind, was wir nennen, Nutzdaten. Nutzdaten, weil sie einfach in eine Message eingepackt sein können. Und dazu kommt man von ganz oben, von diese abstrakte ZIM. Aber wenn man ZIM sagt, dann meint man einfach das ganze Ökosystem. Und was sehr Konkretes ist, dann sind das die Profile. Also die Profile, wo man definiert, das ist der zweite Schritt von diesem großen ZIM von 1600 Klassen heute, einfach zu reduzieren. Um meine Measurements auszutauschen, brauche ich vielleicht nur 10 Klassen von diesen 1600. Und niemand in dieser Welt wird je die ganze 1600 Klasse benutzen. Nie im Leben, das ist nicht möglich. Und das war die Idee von ZIM, diese Ontologie zu haben und dann einfach punktuell die Schnittstellen zu definieren, wo es Sinn macht, präzis, was man austauschen möchte. Letzter Punkt, etwas zu Konformität. Manche Leute sagen, unser System ist ZIM-konform, ZIM-compliant, ZIM-basiert, gut, ZIM-inspiriert, sehr gut. Aber Konformität von ZIM, UML, das gibt es nicht. Das ist zu abstrakt. Das wiederhole ich immer und immer und immer, weil die Leute sehr oft denken, also die Software-Ingenieure denken, ja, gib mir dein UML-Modell, ich klicke auf Button, Code Generate, dann habe ich meine 1600 Klassen. Was machst du mit deinen 1600 Klassen? Nichts. Kann man nichts machen. Deshalb ist es wichtig, ich wiederhole immer, wir sprechen von Profilen, die etwas sehr Konkretes sind. Ein kleines Beispiel muss man auch nicht lesen, das war nie die Idee. Auf linker Seite haben Sie etwas, was Abstraktes ist, also etwa 20 oder 25 Klassen von ZIM Measurements Package. Und dann haben wir entschieden, zum Beispiel ein Profil, eine Schnittstelle zu definieren, ein Profil, wo man nur die Analog Values und Measurements, also Analog Daten austauschen möchte, zum Beispiel, oder Discrete Measurements oder was immer. Das zeigt hier nur, dass von links, von diesen vielen Klassen da, wir fokussieren nur auf die 3, 4, 5, die wir wirklich brauchen. Das nennen wir ein Profil. Und dann von Profil recht hoch bekommen wir ein Schema, also das ist wie ein Struktursystem, das uns die Syntax gibt. Semantik kommt von ZIM und Syntax kommt von diesem Schema. Und Schema kann dann externer Schema sein oder ADF-Schema oder was immer, ein anderes Format. Da sind zwei, die Standard sind. Und ganz unten rechts haben Sie ein ganz kleines, aber ganz valides Profil, also mein proprietäres Profil, das ich definiert habe, um Ihnen zu zeigen. Und das ist alles. Das ist, was man umtauschen kann. Also für jetzt zu Anwendungen. Hier in Deutschland, Schweiz und Österreich, wie schon gesagt, da war nicht viel Nachfrage für ZIM. Und jetzt kommt es aber, weil wahrscheinlich ENSO-E, also das große Unternehmen für europäische Übertragungsnetze, also die wollen jetzt, die machen wirklich Projekte mit und alles auf ZIM basiert. Und sie haben ihre Profile auch und dann werden die großen TSOs auch gefragt werden, Daten in diesem spezifischen ZIM-Format zur Verfügung zu stehen. Und, also die EMS und DMS, die traditionellen Hersteller, so wie auch Hersteller für andere Systeme, also die vielleicht nicht so spezifisch für elektrische Unternehmen sind. Also wir machen Schnittstellen für zwei Aspekte. Ein Aspekt ist Dateienaustausch in ZIM-Format. Das ist mehr in die Richtung von was ENSO-E möchte und was Elektroingenieure auch brauchen, zum Beispiel um Lastflussrechnungen zu machen, also wie Netzmodelle oder vielleicht Asset-Modelle und dann für Änderung
Management und Austausch. Und da benutzt man heute diese RDF-Syntax, also da sind die großen Dateien. Und das geht nicht über Integration Bus. Also da schicken Sie nicht 6 Gigabyte einfach so per Mail. Das geht nicht. Und dann eine andere Art von Austausch ist mit Messaging, also basiert auf ZIM-Profile. Die ZIM-Profile, die man reinpackt in eine Message-Envelope, auf die ESB, Enterprise Service Bus, schon gesagt. Und dann können verschiedene Systeme einfach, wie sagt man, Subscription machen und sagen, ja, ich möchte das bekommen, wenn was Neues kommt. Und dann verteilt man so die Daten einfach in ganze Unternehmen. Die Systeme mit diesen Schnittstellen, die unterstützen Standard, sowie auch nicht standardisierte Erweiterungsprofilen und Anwendungen. Also wie gesagt, für Hersteller ist Kunde le Dieu, also der Gott. Kunde hat immer recht und dann machen Hersteller alles, was Kunde möchte. Aber die Empfehlungen sind immer, so weit wie möglich auf Standard zu bleiben. Das macht es viel billiger für alle. Hier kommen wir auf die Beispiele. Erste Beispiel mit CGMS, das ist Common Grid Model Exchange Standard bei NSOE in Belgien. Diese zwei Slides kommen eigentlich von meinem Kollegen Chavda Ivanov von NSOE. Und er hat mir ein Update auch gegeben, wie die Situation heute ist zum Vergleich mit früheren Jahren. Also für Datenkonsistenz ist Excel nicht genug. Da sind wir uns alle einig, ich hoffe. Von ZIM abgeleitete Profil bei NSOE heißt CGMS. Das ist fast wie Standardprofile von 6179, aber nicht ganz. Wir machen Harmonisierung womöglich, aber da bleiben immer ein paar Dinge, die Erweiterungen spezifisch für NSOE sind, weil sie was Spezielles brauchen und dann, das wird wahrscheinlich nie im Standard reinfließen, weil es zu spezifisch ist, einfach. Und das ist irgendwie, das ist ein bisschen nicht so einfach, die Grenze zu machen, was geht in Standard und was bleibt raus. Was ist generisch und nützlich genug für alle und was nicht. Also, wie schon gesagt, hier auf rechter Seite sehen Sie wie ein Beispiel die verschiedenen TSOs, die Daten austauschen und die Daten auch an NSOE schicken, damit NSOE alle Rechnungen machen darf. Was Sie sehr gut gefunden haben und beneficial von ZIM ist, dass Sie verschiedene Marktstudien machen können, was Sie früher nicht machen nicht so einfach machbar war, weil Systeme so unterschiedlich waren. Was Sie wollten heute, das lesen wir auch nicht alles, aber das ist nur ein Slide, um zu zeigen mit der Zeit. In erster Reihe sehen Sie da, in 2007, 2008, Sie hatten 7 Monate gebraucht, zum Beispiel um Daten zusammenzusetzen und zu validieren. Vor 2 Jahren war es schon nur 2 Monate, also ziemlich weniger. Und dann für, was heißt hier, Model Assembling und um einen Lastfluss zu haben mit einem Software Package. Früher war es ein manueller Prozess mit 3 Monaten, also hat man gebraucht. Heute haben Sie 10 Stunden alle zusammen. Also das ist definitiv ein Fortschritt. Und Sie träumen und Sie gehen, Ihr Ziel ist bei NSOE einfach nur Minuten zu brauchen, um das Gleiche zu machen. Also von 7 oder 10 Monate in 2007 auf ein paar Minuten, 7, 8 Jahre später, das ist schon etwas. Und das spart Geld und Zeit.
von der Perspektive dann von einem TSO und Implementierung eines Projektes als Perspektive von TSO zum Beispiel, das TSO jetzt kann auch davon profitieren, dass sie auch Daten bekommen können, nicht nur nicht Äquivalente, sondern werden wirklich die Daten, die bei zu NSOI geschickt werden. Sie können diese Daten bekommen, auch ihre Rechnungen zu machen. Und damit haben sie viel, viel bessere Resultate und bessere Modelle. Und damit kann man einfach versichert sein, dass es relativ nahe an der Realität ist, was die Rechnungen geben und nicht nur basiert auf einige äquivalente Modellen, die also so ein bisschen komisch waren vielleicht. Kann man dann auch, wie sagt man, operational policies anpassen und vielleicht näher an die Grenzen von Systembetrieb gehen mit so etwas. Also in diesem Fall zum Beispiel, das war nicht nur ein Austausch von Daten für Standardanwendungen wie Intraday Day Ahead und Today Ahead Congestion Forecast oder so ähnliches. Das war auch in diesem Fall ein Bilddatenaustausch für Netzgrafik. Das ist auch relativ neu in ZIM. Seit 2-3 Jahren haben wir Standardprofile, also um Single Line Diagrams austauschen zu können. Und dann auch eine schöne Anwendung zwischen IMS, DMS, also Betrieb, Netzleittechnik, Netzbetrieb, Software und auch andere Packages, andere Anwendungen, die so für Planung benutzt werden. Und das ist genau, wo auch ZIM-Schnittstellen sehr, sehr gut passen. So einen Datenaustausch zu machen, nicht nur innerhalb, also operationelle Systeme, sondern auch mit anderen. Also, zweites Beispiel ist in Dänemark. Hier gehen wir in einen anderen Bereich, bei Dong Energy. Hier werde ich vielleicht nicht die erste 1, 2, 3, 4, 5 Bullets lesen. Es geht um ein Verteilnetzunternehmen, der mehr oder weniger ein Drittel von Entnahmestellen in Dänemark versorgt. Und da war ein Projekt von erneuerender Netzleittechnik seit 2012. Und auf dem Weg haben sie angefangen, auch ZIM als Integrationsplattform zu benutzen. Bei Verteilnetzbetreiber, es ist irgendwie normal, weil nicht so viele, mindestens bis jetzt, sogar ein DMS haben. Gehen Sie in den USA, da haben relativ wenige ein DMS. Da sind viele verschiedene Systeme, wo man einfach so ohne Echtzeit die Dinge macht und plant und ruft und so weiter. Und da hätte man gerne Integration gemacht haben. Und deshalb haben wir in der Gruppe 14 dann für Distribution System Operators die Standards spezifiziert, wovon heute alle profitieren können. Also wenn man in der Enterprise integriert, das ist nicht nur für Verteilnetzunternehmen, aber auch für Übertragungsnetzunternehmen und Märkte. Hier geht es um eine Kopplung von Netzbetrieb, Instandhaltung und Investitionsplanung, also drei verschiedene Systeme, wo ein Advanced DMS ist für Betriebsführungsperspektive da in der Mitte. Das ist führendes System für den dynamischen Netzzustand und Besitzer der aktuellen Netzzustandes. Also das ist, was wir kennen als SCADA und Advanced DMS System. Da gehen auch Fehler- und Alarmbehandlungen und Training Simulator und so weiter. Also das ist ein DMS-System, das erneuert wird. Und
Da wurde auch eine Integration gemacht mit zwei anderen Systemen, mit S3 GIS, also ein geografisches Informationssystem. Das ist, sagen wir, Master System of Records, also was Master Datenbank für Asset, also das war Sachdaten, ich glaube auf Deutsch, also für Asset Management, und wo man dann verschiedene Erweiterungen von Netz plant und zeichnet und so weiter. Und danach sind dann die Systeme, was auf Englisch heißt S-Build. Und danach geht die Integration davon, also ein Export davon in Netzleitsystem. Wir haben in Vorbereitung die Standards auch in der Serie 968, die Schnittstellen als Standard spezifizieren. Also für Austausch zwischen GIS und DMS, OMS. Hier auf linker Seite sehen Sie die Idee wieder mit CIM in der Mitte als Zentrum, als diese Integrationsmittel. Und auf rechter Seite, die erste zwei, drei Bullets haben wir schon gesehen, das, was CIM ist. Hier sprechen wir von Kundenmotivation für die Auswahl von CIM. Also der Kunde wollte einfach die Integrationsplattform haben und ein Model Repository haben, obwohl es noch nicht Standard ist. Und das hilft einfach bei Integration, weil wenn man die Änderungen auf einem Ort macht, dann kann man dann, also wie sagt man, Rollout für alle anderen, wo man einfach die Schnittstelle hat. Und alles, was da zum Wechseln wird, wollten sie einfach auf einem Ort zu wechseln haben, zum Ändern. Ja, da ein bestimmtes, letzte Bulle, da ein bestimmtes Datenelement nur einmal abgebildet werden muss, reduziert CIM die Kosten für zukünftige Integration, natürlich für die auf CIM basieren. Also diese Abbildung, wie früher gesprochen, auf erste Slides hat die diese kleinen Schnittstellen, also die Interfaces, also Schnittstellen, genau alle Systeme, die CIM sprechen, auf eine Art oder andere, ja, das hilft definitiv für nächste Integrationen. Ab drei Systeme lohnt es sich einfach sofort mit SIM-Schnittstellen zu gehen. Drittes Beispiel, das war ein Pilotprojekt hier in Deutschland. Es war ein Projekt Meregio, ein von sechs E-Energy-Projekten von Oktober 2008 bis Oktober 2012. Da hat EnBW 1000 Pilotkunden ausgewählt und sie haben einfach die 800 Verbraucher, 150 dezentrale Erzeuger von erneuerbaren Energien und 50 Speicher. Also das war vor 7 Jahren. Das war schon etwas, ja? Das war schon eine Weile her. In dieser Zeit hatten wir nur Standard für, also Basisstandard für Metering in der Serie für Distribution. Und da wollten sie einfach versuchen, ein Pilot machen, Smart Meters installieren. Sie haben sich diese Region ausgesucht, wo schon die Probleme waren wegen dieser erneuerbaren Energien damals. Ja? Und sie haben die Smart Meters und Energy Boxes installiert und dann haben mehrere Organisationen wie SAP und IBM auch dazu mitgebracht, so eine Integrationsplattform zu machen, um wirklich zu integrieren, alles von Meter durch DSM, Demand Side Management, durch EnBW, die haben die Rolle gespielt, und dann mit Netzlight, mit Forecasts, Bottleneck-Forecasts und so weiter. Hier zeige ich ein bisschen von einem Sequence-Diagramm, UML-Sequence-Diagramm. Das zeigt einfach die vier verschiedenen Systeme, da die Datenaustausch machen.
wie Network Operator, Integrator, Demand-Side-Management-System und Regional Market. Das ist ein Beispiel, wo wir von Demand-Side-Management, die bekommen Meter-Readings und dann die werden zu Netzleittechnik weitergeleitet in einem ZIM-Format. Das waren die Erweiterungen, weil damals hatten wir keine Profile dafür. Und dann wurden Verschiedenes gerechnet und am Ende haben wir sogenannte Priority Signal. Das war ein spezielles Profil, was wir definiert haben, um das ganze Prozess zu begleiten. Also wenn da Bottlenecks, Engpässe entdeckt wurden, da konnte man verschiedene Koeffiziente, zeige ich auf nächste Slide, als Beispiel auf rechte Seite, da kann man verschiedene Priority mitteilen, was für eine, wie sagt man, Violation, ob es Over- oder Under-Voltage war zum Beispiel und Applicability Interval, also wo, ab wann bis wann und dann verschiedene Koeffizienten für Rechnungen, alles wurde anonymisiert, damit sich beschweren darf. Es wurde so gemacht, einfach um zu versuchen, wie es funktioniert, ob es funktionieren könnte mit einem regionalen Verteilnetzmarkt. Heute gibt es so etwas Ähnliches schon bei der Working Group 16 und auch 21, glaube ich. Sie machen heute die Erweiterungen von ZIM basiert auch auf OpenADR. Das ist ein de facto Konsortium-Standard von den USA. Also komme ich dann zum Abschluss. Allgemeine Erfahrungen, das ist, ZIM bietet wirklich eine gute Basis, um Integration zu machen, um zu modellieren auf verschiedenen Ebenen. Also von Unterstationen ab, für ein elektrisches Unternehmen normalerweise könnte mit ZIM modelliert werden und Datenaustausch könnte auf ZIM-basierte Profilen passieren. Teilweise diese Profildefinition kann eine komplexe Definitionarbeit sein. Wie nenne ich das? Was ist die Unit? Mache ich jetzt mit Megawatts auch für Verteilnetze? Mit meiner, wie sagt man, Two-Winding oder Three-Winding-Transformer, wo habe ich die Impedanzen auf Primär oder Sekundär und so weiter. Also alles das muss man irgendwie spezifizieren. Wir spezifizieren standardweise, was man spezifizieren kann mit diesem Schema. Es bleibt vieles, was nicht in Schema reinpasst, also nicht heute und nicht mit Schemas, die wir benutzen. Es ist nicht verfügbar. Und dann, da sind viele Beschreibungen im Text. Und dann kommen auch verschiedene Hersteller und dann verschiedene Kunden und dann jeder liest das. Und dann manchmal versteht man nicht alles so ganz eindeutig. Und da ist Space for Improvement. Da muss man verbessern können mit der Zeit. Aber auch, wo man lernt, die Dinge, da kommen wir alle auch auf eine Richtung irgendwie und dann versteht man sich viel, viel besser, wo man ein bisschen diese Lernkurve hochgeht. Wenn man lernt ein bisschen, nachher geht es viel, viel einfacher und es lohnt sich. Da existieren heute schon sehr, sehr viele Standardprofile. Für Netzaustausch zum Beispiel haben wir schon mindestens 3 Standardprofile von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also die gehen als Austausch für statische Netzmodelle, für Verteilnetze und auch für Übertragungsnetze. Dann für was wir entwickeln als Enterprise Integration für Verteilnetzbetreiber. Da haben wir viele, viele, viele Profile. Mit Henriette zum Beispiel haben wir etwa 10 oder 11
definiert für in Teil 3 von Standard. Für Metering gibt es ungefähr 25, ich glaube. Für Work Management gibt es noch 3 oder 4 mehr. Für Customer Management gibt es auch 4 oder 5 mehr. Für Asset Management gehen jetzt los. Wir haben 2 und dann gehen noch mindestens 5 oder 6 mehr. Für Asset Health auch. Also es gibt immer mehr Standardprofilen. Wenn Sie etwas ändern möchten, wenn Sie also etwas Neues reinmachen möchten, ich kann Sie nur einladen, wirklich eure Repräsentanten, also Henriette ist in der Komitee zum Beispiel, Sie schreiben an Henriette, wir brauchen das. Und dann es geht direkt ans TC57 in die Gruppe, wo man das handeln könnte. Und dann ist es nicht mehr so proprietär oder so eng für einen, aber es geht für alle. Und das wäre etwas zu denken und zu machen. Als interne Datenmodelle, interne Hersteller- oder Anwenderdatenmodelle, wenn Sie mich fragen, ich würde nie machen. Und das würde ich nie empfehlen. Aber wenn man alles auf Datenbankintegration machen möchte, dann ist es eine Wahl. Das wäre meine Empfehlung nicht, trotzdem. Und ja, die Leute haben die Argumente zu und gegen. Wie gesagt, ZIM ist gedacht normalerweise für Austausch. Also da sind 2 Boxen und Austausch. Die sind gemeint für Austausch und nicht wirklich intern. ZIM-Einführungsprozess von NZOE, was rausgekommen ist, dass die Leute haben ziemlich ihre existierenden Daten bereinigt. Da waren viele Leiche, also viele, viele Schlechtes und dann es wurde sehr, sehr verbessert. Und das hilft sicher bei Reduktion von Integrationskosten, wie schon gesagt, ab drei Systeme, also statt Punkt zu Punkt zu machen, es lohnt sich einfach etwas Standard-ZIM-basiert zu haben und dann so weiterzumachen. UML als Unified Modeling Language, das ist eine grafische Sprache, die wir benutzen, um ZIM zu definieren und auch um Requirements zu spezifizieren und so weiter, mit diesen Klassen- und Sequenzdiagrammen zum Beispiel. Das hilft auch bei Information- und Operation Technologies, Konvergenz, also zwischen Power Engineers und Software Engineers und Domain-Experten und Implementers und Consultants und so weiter. Also das hilft einfach und das ist nicht schlecht. Bei 61.850 sind wir auch seit ein paar Jahren auf UML eingestiegen. Also als Ausblick, wir haben schon gehört, mit alle Herausforderungen, die kommen, es wäre nicht schlecht, wirklich die Custom Solutions so viel wie möglich zu reduzieren. Also sich zu dirigieren zum Standard, wo möglich, wo immer möglich. Weil es so komplex ist und komplex wird, es ist vieles in diesem ZIM, muss man einfach verstehen und da muss man einfach klare Definitionen machen und miteinander sprechen, um sicher zu sein, dass wir von Gleichen sprechen. Und Personal muss entsprechend ausgebildet werden. Das wurde schon gesagt. Es ist nicht etwas, was Sie einfach als ein Datenformat so geben und implementieren mir das. Das geht nicht. Auch für Elektroingenieure, sie müssen ein bisschen lernen, wie man etwas in ZIM modelliert. Das ist nicht ganz gleich, wie man vielleicht bei einem Hersteller oder bei einem anderen Analyse-Software-Package gemacht hat. Aber einmal, wenn man das versteht, dann verstehen alle gleich und dann machen alle gleich. Und das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Und seit ein paar Jahren, es ist sehr, sehr dynamisch geworden, auch von NZOE, das ist ein sehr großes Unternehmen. Sie machen ein großes Push. Mach mal, alle müssen jetzt machen. Und wenn NZOE sagt, dann müssen alle machen. Und das ist gut so. Und die popularisieren einfach die Benutzung von ZIM. Und
Also wie gesagt, ich lade Sie ein, einfach mal zu probieren, für die, die noch nicht entscheiden haben, ob sie machen oder nicht. Das wäre es von meiner Seite. Wenn Sie Fragen noch haben, bitte. Jetzt nehme ich mal das Mikrofon. Vielen Dank, Tanja, für diese Reise, wirklich durch diese ganze ZIM-Welt. Ich habe mir drei Sachen gemerkt. Das erste ist, ZIM ist eigentlich die spezifische Antwort für dieses ganze Big Data-Thema, um sich die Herausforderung zu stellen. Nicht so, wie ich anfangs gemeint habe, eine Lösung, die plötzlich alles erschlägt, denn hier haben wir was, was man wirklich verwenden kann, um eben eine vorhandene Infrastruktur schrittweise zu modernisieren. Ja. Das andere, was ich mir gemerkt habe, ist, eigentlich soll man gar nicht mit diesem riesen UML-Modell anfangen, sondern erstmal gucken, welche Profile gibt es eigentlich. Genau. Also soll mit den kleinen Stücken anfangen und gucken, was schon da ist. Genau. Okay. Das ist eine sehr, sehr gute, Ansicht. Okay. Ja, also, ein Profil auszusuchen oder ein paar Profile auszusuchen und von Profilen dann nachher zum Modell zu gehen. Aber nicht vice versa. Also Modell ist zu groß, zu komplex und das ist eine sehr gute Idee, von Profil anzufangen und um zu schauen, habe ich schon ein Profil, das ich brauchen könnte und wenn nicht, wie kann ich dann das erweitern? Ja. Also ich vergleiche das immer gerne, ich habe so eine ähnliche Sichtweise auch auf 61, hat 50, nicht immer in den großen Standard gucken, sondern man guckt ja auch nicht in das Lego, in den Lego-Riesen-Produktkatalog oder in diesen Einzelteilkatalog, was Lego liefert, sondern man guckt sich ja die Baukästen an erstmal, ob die einem gefallen. Mhm. Vielleicht passt das ein bisschen. Und der andere Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ja, Thema Mietering ist auch drin. Ja, sicher. Also, die ich keine Antwort darauf. Ich glaube, es ist oftmals auch wieder am Anfang, wenn die Lösung sehr konkret ist, wie es gemacht wird beim Smart Meter Gateway, könnte ich mir das fast vorstellen, da gibt es ja eine ganz konkrete Lösungsspezifikation oder eben, wie es hier dargestellt ist, wo kommen die Informationen her, also wo die jetzt genau herkommen, wie sie wo verarbeitet werden, das ist ja relativ offen. Ich glaube, da ist so ein Standard vielleicht der richtige Weg. Also ich denke, das war wirklich nochmal, war wirklich ganz toll dargestellt, wirklich vom kleinen Detail, vom Smart Meter hin bis zum großen Leistungsschalter war irgendwie alles dabei. Ja, so haben wir die Projekte ausgesucht, alles so zu zeigen. Ja. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, Fragen. Wir haben noch Zeit für Fragen. Bitte. Tim Ammann von der Consolecta. Übrigens ein sehr guter Vortrag, hat mir sehr toll gefallen. Vielen Dank. Aber wir haben immer nur über Strombeher gesprochen. Wie sieht es aus mit Rohrnetzen? Wir haben in Deutschland sehr große Querverbundunternehmen, wo die Leitsysteme mehrere Sparten bedienen. Wie sieht die Welt in Rohrnetzen aus? Wow, das war schnell. Kannst du mir ein Summary machen? Sorry. Also wie ich es verstanden habe, geht es jetzt in Richtung Gas. Ja. Ah, Gas. Ah, okay. Ja, da muss ich sagen, da haben wir ein Problem, ein kleines oder ein großes Problem mit der IEC. In ihrem Scope of Work, da dürfen wir nicht. Aber da kann man einfach ZIM nehmen und erweitern. Und ich glaube, wir haben seit 3-4 Jahren auch von Niederlanden, von jemandem eine Anfrage bekommen, wann kommt das? Also mit Zähler zum Beispiel, da mit Zähler kann man alles zählen. Ja? Also kann man auch Gas. Und da kann man modellieren. Das ist kein Problem. Aber für Netze, da haben wir keine Antwort im Moment. Also ich weiß von Gesprächen, also da gab es eben Gasverbände, die da ganz konkretes Interesse haben und da gibt es auf der Arbeitsebene, gibt es da schon Austausch, wie man eben auch Gasnetze mithilfe der ZIM-Methodik modellieren kann. Wo das letztendlich dann wandert, in welchem Normungsgremium, das ist sicherlich dann auch eine Frage, das müssen Verbände und so weiter, müssen sich da einfach einigen. Aber grundsätzlich ZIM ist da, so wie ich es verstehe, relativ offen. Ja, ja. Und da wurden auch offene Gespräche geführt. Wir wurden immer blockiert, modellieren nichts außer elektrische Energie. Das ist IEC, ja?
Und E ist E und es ist kein G. Es gibt aber IEC, also ISO-IEC gibt es ja. Vielleicht gibt es auf dem Weg eine Möglichkeit, was zu tun. Ja, vielleicht noch zur Information. Gerd Buchholz von der TSI. Allein von Kautko. Die Gasnetze sind natürlich die größten oder die am meisten Betroffenen außer den Stromnetzen, aber da kommen natürlich die ganzen anderen Wasser, Fernwärme und was es sonst noch gibt. Auch noch dazu, zumindest wäre das Interesse der Verbundnetzbetreiber. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt ja eine ähnlich parallele Anforderungsdefinition für die TASE. Das nennt sich GASE, also für die Gasnetzbetreiber, und die wenden das in ähnlicher Weise an. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Normungsgremium das entstanden ist oder ob das jetzt nur BDEW oder DVGW ist. Also da gibt es sicher noch Bedarf, das etwas breiter aufzustellen. Benjamin Rieckwart, Fraunhofer IBIS. Ich hätte mal eine Frage zum Datenprofil. Wenn ich jetzt mein eigenes Datenprofil erstelle, kann ich dann eigene Assoziationen bilden oder muss ich diese Vorgaben von ZIM nehmen? Also wie sieht da jetzt quasi die Praxis aus? Es gibt relativ viele Standardprofile, die genügend sind. Das sagen die Leute, die implementieren und bei Kunden. Und da gibt es auch Profile, die wahrscheinlich nicht so selbstständig sind, die eine gute Basis für Erweiterung sind. Und das Profil kann man nicht erweitern mit Objekten oder Relationen oder Attributen, die schon nicht in ZIM sind. Also in ZIM, wenn man eine Erweiterung machen möchte, dann schauen Sie zuerst in ZIM, kann ich von ZIM noch etwas reinpacken in Profil. Solange Sie nur Erweiterungen machen, Sie sind noch immer okay. Aber Sie können nicht erwarten, jetzt das andere System alles versteht. Ja? Also der andere System versteht Standardprofil und Sie können Ihre Erweiterungen dazu bringen, aber die verstehen nur Sie und nicht die andere. Ja? Also es ist zu empfehlen, die vorgegebenen Assoziationen zu verwenden und keine eigenen innerhalb der Klassen. Ja, genau. Okay. Da könnte man auch, das haben wir gemacht für diese Pilotprojekte, wo Dinge einfach nicht in ZIM noch sind. Da hat man erweitert. Dann kann man erweitern und dann erweitern wir mit neuen Assoziationen oder Klassen oder Attributen und sie fließen dann auch ins Profil. Und alles, was ein Plus von Profil wert, es ist okay, solange sie nicht schneiden raus von Standardprofil. Okay. Aber dann. Dann nicht nur eine Frage zum RDF-Format. Ist das Pflicht, weil eben in der Folie stand auch was von XML? Oder muss man dieses RDF-Dateiformat wählen? Weil RDF, ich persönlich finde es etwas nicht so schön. Ja, sollte mir mal nicht die Frage... XML selber finde ich persönlich besser. Mir sollte mir nie die Frage stellen. Ich bin nicht wirklich Fan von RDF. Also, also RDF-Profile, das ist auch eine XML-Variante. Ja, richtig, aber es gibt auch dieses klassische XML-Datei. Genau. Rein theoretisch. Es ist möglich... ein RDF-Profil, um ein normale XML-XSD-Profil zu übersetzen, ohne Probleme. Weil sie so einfach definiert sind, so flach, und da könnte man machen, aber das ist nicht Standard. Das ist wieder nicht Standard. Ihren Hersteller kann das nicht, er könnte das für Sie machen, aber das ist kein Standard. Und sonst, also diese RDF, das ist etwas, was man benutzt, so wie soll ich es sagen, das ist so flach. Also Sie haben keine, wenn Sie mit Word Headings machen, also da gibt nur 1.1 und 1.1.1 und das ist es. Also da gibt nur drei Ebenen. Mit normalem XML, was wir normalerweise machen, oft, da kann man viel, viel, viel tiefer gehen. Und dann vielleicht manchmal die neuen, diese Headings von Word sind nicht genug.
Es kann passieren. So ein Profil kann man nicht auf RDF umsetzen. Das wäre nicht möglich. Aber von RDF, der so flach ist, auf XML, das würde theoretisch, rein theoretisch, das geht. Manfred Jaskula, Westnetz. Ich habe auch noch mal eine Frage zu der Norm und den unterschiedlichen Assoziationen, die in der Norm sehr detailliert beschrieben werden, beispielhaft Ableitungsassoziation, Komposition. Für mich als Anwender wird man natürlich dadurch erschlagen, durch die unterschiedlichen tiefen Strukturen, die in der Norm drin stehen. Und eigentlich auf der Nutzdatenseite, wo ich eigentlich die konkreten Daten danach weiterverarbeite, möchte ich eigentlich sehr flacheres Modell haben. Das heißt, ohne den Ableitungsassoziation, damit man das besser handeln kann und auch verarbeiten kann. Ist das auch aus Sicht ZIM-Norm so vorgesehen, dass man bei dem Schritt von RWE, vom Profil in Richtung XSD-Datei, das heißt XML-Schema, dass man diese Vererbungsbeziehung dort entsprechend flacher abbildet? Sprechen Sie von Vererbungs... Vererbung. Mhm. Also das ist einfach im Profil am Ende, ja. Da bekommen Sie einfach eine konkrete Klasse. Alles, was abstrakt hoch ist, ja. Es ist einfach da in der Spezifikation, aber ja. Am Ende, was Sie bekommen, das ist ganz konkret. Die mit der kompletten Ausprägung inklusive der in den Basisklassen enthaltenen Attribute. Ja, alles, was... Okay. Inherited, vererbt wird auch ja. Durch Generalisierung und so ja, weiter. Das ist auch, wie gesagt, als Anwender ist das schwierig, wenn man zum ersten Mal mit diesen Daten und Strukturen arbeitet, diese Mechanismen kennenzulernen, an welcher Stelle kommt man zu einem flacheren Modell, wo das viel besser handelbar ist. Ja, sicher. Okay. Nein, das ist flach. Am Ende bekommen Sie was sehr Konkretes, ja. Also ich finde super, dass wir so tief da einsteigen, dass wir auch über verbesserte Verfahren und so weiter reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe mal irgendwann mal gelernt, bei der Standardisierung ist nicht immer, sagen wir mal, das Beste der richtige Weg, sondern das Wichtigste ist, dass man sich darauf einigt. Ja, genau. Und die Technik muss nur gut genug sein. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns da inkrementell verbessern und darauf einigen, ich glaube, da kommen wir voran. Ja. Okay, vielen Dank, Tanja. Ja, danke Ihnen.